Guten Morgen, ich bin Kenny, bin Coach bei Sperformance und Chef der ganzen Butze und heute nehmen wir euch mit ins Trainingslager. Auf geht's. Guten Morgen, mein Name ist Alex, ich bin 28 Jahre alt, ich bin der Videograf bei Sperformance bzw. die Person, die quasi die Videos für die wöchentlichen YouTube-Videos produziert. Wir haben jetzt 1.42 Uhr. Um 3 Uhr morgens werde ich hier in Köln von meinem Uber oder von einem Uber abgeholt. Dann geht's nach Mallorca. Ich nehme euch mit auf unserem Trip ins Trainingslager. So, Freunde, also mir wird so einiges klar. Da hilft auch kein alkoholisches Getränk mehr. Die Wettersituation ist scheiße. Trainingsbedingungen in Innsbruck. Dynamisch, würde ich sagen. Da hilft nur eins. Malle ist nur zweimal im Jahr. Kurz nach 7 Uhr, der Adler ist gelandet, Mallorca Camp Nummer 2 kann beginnen. Wetter ist top, heute schon mal 25 Grad, da können wir uns gut auf die nächsten Tage darauf einstellen. Weiter geht's, der Rest ist sicherlich auch schon unterwegs. Also Leistungstest bei der Franzi erfolgreich abgeschlossen. Richtig, richtig gutes Ergebnis. Wir haben keinen All-Out-Test gemacht. Wir wollen ja jetzt für das Trainingslager noch ein paar Reserven uns halten. Von den Werten her richtig, richtig guter Verlauf. Laktatwerte extrem niedrig gewesen. Dann hatten wir zwischendurch, so da wo ungefähr deine Schwelle sein wird, 3,4 Millimol. Dann hatten wir 7,8 und das war dann jetzt auch der Endwert 7,8 bei 300 Watt, genau. Und das ist jetzt gerade auch für das Trainingslager alles, was wir an Daten haben, auch völlig ausreichend und können damit die nächsten Tage schön planen. Das Pacing für den Berg bestimmen, wenn du dann mit dem Marc flott hochkurbeln kannst. Ja, bei Sebastian ist es auch so, der kommt auch deutlich mehr über die Kraft. Also wenn man sich die Waden anschaut, die Oberschenkel, das ist schon mächtig. Und das kommt ihm natürlich dann auch gerade bei den kürzeren Anstiegen auch entgegen. Da kannst du, wie man so schön sagt, drüber drücken und musst nicht so viel investieren. Ne? Ja.
Das wird hier bei den längeren Dingern, wenn wir Sacalobra fahren oder hoch zum Puig Major, wo man wirklich mal eine halbe Stunde, Stunde bergauf fährt, da muss man sich dann die Kräfte schon deutlich besser einteilen. Freunde, also, wir haben den ersten Tag hinter uns gebracht. Man muss selbstverständlich auch an die Regeneration denken, weißt du? Man kann nicht immer nur hier in der Hitze sich brutzeln lassen, weißt du, Aloe Vera draufspringen. Man muss auch mal sich ein bisschen abkühlen. Nee, ich bin durch jetzt, ich sag gar nicht mehr. Also, Freunde, der Kenny ist durch, ich bin noch nicht durch. Wir du bist durch. Ich bin durch. wir haben Folgendes vor. Und zwar, wir werden morgen schön mit einer Aktivierung starten. Den Igor, den holen wir auch noch vor die Linse. Der Igor ist unser Physiotherapeut. Der wird das Ganze dynamisch am Strand einfach anleiten. Ich glaube, besser kann man nicht in den Tag starten. Start in den Tag. Wir aktivieren uns ein bisschen und genießen das Wasser und das Meer und die Landschaft. Seite. 7.30 Uhr war Beginn, wir haben 7.51 Uhr. Das heißt, wärst du spät? Die nächste Person, die kommt. Ich weiß es nicht. Ja, es tut mir leid. Ich war tatsächlich um 7 Uhr wach, aber habe mir gedacht, ich habe Vertrauen in den Igor, Vertrauen in den Kenny und auch in den Alex. Und dementsprechend bleibe ich mal ein bisschen liegen und schaue mir das mal an, wenn die anderen schon richtig am Schwitzen sind. Und so wie das aussieht, Jesus, das sieht schon auf jeden Fall ordentlich fordernd aus, aber geiles Szenario. Wirklich richtig, richtig gut. So, Freunde, wichtig ist natürlich immer auch auf die Form zu achten. Ne? So, Freunde, ne? Jetzt mal hier ein bisschen Kenny. Das sieht aus wie Kraut und Rüben. Hör mal. Also, ist der Kranich. Da sieht man Dysbalancen vom Feinsten. Ist der Kranich. Ja, wirklich. Nein. Guten Morgen, Freunde. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Da gehen wir wieder leicht. Und richtig schön rund machen. Gesäß bleibt auf den Fersen und wir gehen einmal mit den Händen einmal versuchen, weit nach vorne zu ziehen. So, also das erste Warm-up von der ganzen Woche ist vorbei. Ich muss wirklich sagen, ich war zu spät, ja, Schande auf mein Haupt, Kaffee, Kloster Look geht auf meine Kappe. Aber als ich hier hingekommen bin, in das Szenario rein, ich wollte erstmal zu den Leuten, habe dann festgestellt, nein, wir sind sogar geisteskrank da hinten auf diesem schönen Steg. Plus Igor ist da schon richtig am Werkeln. Da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, weil ja, Fachkompetenz, richtig schöne Aussicht. Also einen besseren Start kann man eigentlich nicht in den Tag haben. Hau mal raus, was haben wir da jetzt gemacht, beziehungsweise eigentlich ihr? Wir haben einfach nur ein bisschen unseren Körper aktiviert, wie man so schön sagt. Ein paar Übungen, bunt gemischt aus dem Yoga, kennen es vielleicht viele. Einfach mal Körper ein bisschen in Schwung bringen. Nichts Anstrengendes hoffentlich. Und gut beweglich werden für den Tag am Sattel.
into the end zone. Hey, be sure you stick around because we're only getting warmed up. I kept the faith, keeping the faith. I know you got it. Yeah, out of my way, give me some space, just family around me. Yeah, putting in work, won't say a word till they announce it. Hey, determined to get it, I'm focused and driven. What you know about it? Thanks to the sun. Hey, you see the melanin? Yeah, we just begun. Yeah, in my element. Came through clean looking, like a president. Martinelli pouring, we celebrating with elegance. Yes, it's for the women you see by my side. She gave me reason to fight. Yes, mama, we made it. I know that you proud. Dad always told me stay true to the route. Lang hat's gedauert. Jetzt sind sie da, unsere Gobic Outfits, das Performance Kit, Trikot, Hose, Socken natürlich. Damit werden wir jetzt die nächsten Tage auch hier auf der Insel unterwegs sein und natürlich, wenn ihr das Trikot seht, auch bei dem ein oder anderen Event in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Wir freuen uns sehr, weil Qualität gut, tipptopp, sieht schön aus, hat die Sarah beim Design auch ganze Arbeit geleistet. Und die Leute, die das jetzt bestellt haben, die bekommen es, ne? So ist es, wir können einmal verteilen. Wir starten, Astrid. Dritte Platz heute, jawoll. So, das probieren wir jetzt gleich. Probier's gleich mal an. Weiter geht's mit dem Sebastian. Zack. Dann geht's weiter mit der Sarah. Zack. Yeah. Der Rest kommt später. Schöne Trikotformen. Gemeinsame. Muss man mal sagen. Also, das Zebra ist auch etwas, da freue ich mich, wenn ich das auch tragen kann. Dementsprechend, das wird jetzt das Trikot sein, was ich auf der Königsetappe tragen werde, weil Highlight, das Trikot, Königsetappe, Highlight, dementsprechend, das sollte gut passen und ich habe schon auch angezogen, den OnlyFans-Account, den kann ich damit schon auch errichten, ne? Also von daher, seid dann gespannt. Ich sag ja, der OnlyFans-Account, den kann ich jetzt anschmeißen und mit dem Trikot kann ich definitiv jetzt auch ankräutern. Grüße raus an Andi, Junge, die 8-17, die werden aber ganz gehörig fallen. Da werde ich die 8-16 rausknattern. Mit nur genau dem Trikot. Ja, also von daher. See, this for the film, this for the whole team. I'm just working on my trophy speech. Wir beenden an der Stelle dann diesen Tag. Wir marschieren rein ins Buffet und hauen uns da schon mal den Magen voll, damit wir dann morgen sehr solide wieder angreifen können. In dem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Ciao. Heute bin ich dran mit der Tageszusammenfassung. Wir haben den Dienstag, den 26. März, das ist gerade 17 Uhr. Aufgrund des Wetters, wie man gerade hier vielleicht sieht, der stürmischen Zeiten und des Regens, der sich anbahnt, mussten wir die Tageszusammenfassung vorziehen, weil wir gleich noch was zu tun hatten. Aber darum soll es jetzt gerade erstmal gar nicht gehen. Der Tag hat ganz entspannt gestartet. Wir hatten heute den sogenannten Ruhetag. Morgen ist die Königsetappe. Die letzten Tage sind wir hunderte Kilometer gefahren und heute hieß es erstmal relaxen. Das heißt, die Athletinnen und Athleten konnten sich den Tag frei gestalten. Ein paar Athletinnen sind in kleinen Gruppen Touren gefahren. Ich beispielsweise bin mit dem Laurin in der örtlichen Umgebung 50 Kilometer rumgefahren. Wir haben ein kleines Fotoshooting gemacht. An dieser Stelle blende ich mal hier die Bilder ein, die wir produziert haben. Andere sind daheim geblieben bzw. im Hotel, haben sich gut gehen lassen, im Whirlpool, bei der Massage oder auf den Liegen, am Strand und wo auch immer. Anschließend hatten wir ein ganz cooles Erlebnis. Heute war ein Athleten-Video-Tag quasi. Wir haben auf der Bühne, was ich an dieser Stelle auch mal einblende, ein kleines Setup installiert oder ins Leben gerufen und der sogenannte Fragenhagel ist gestartet. Das heißt, wir hatten vorab definierte Fragen festgelegt. Vorab heißt, Kenny, Laurin und ich haben die Athleten auf die Bühne gesetzt. Gleichen Kameras, gleiche Perspektive, verschiedene Menschen. Fragen wurden beantwortet. Jeder Athlet, jede Athletin hat am Ende noch die Möglichkeit, den darauffolgenden Athleten, Athletin, eine weitere Frage zu stellen. Sind dann die Fragen beantwortet worden. Wie ich finde, ein echt cooles Erlebnis, nicht nur mal auf dem Rad gemeinsam was zu erleben, sondern beispielsweise auch mal vor einer Kamera. Und so hat der Tag entspannt mit einer kleinen Tour gepaart mit dem Athleten, Athletinnen, Videoschnitt, Thematag gut gestartet. Nachher wird noch was ganz Besonderes aufgenommen, neben dem Athleteninterview mit der Franzi, was ein separates Video auf der Performance oder auf dem Performance YouTube-Kanal sein wird. Bedeutet, Franzi stellt sich vor, erzählt über ihre Biografie, ist eine, das kann ich schon mal vorwegnehmen, sehr beeindruckende Person, nicht nur auf dem Rad, sondern auch menschlich, eine Top-Frau,
die dann auch noch Top-Watt-Werte in die Pedale tritt, also eine Top-Kombination. Unabhängig davon findet nachher noch ein kleiner Videodreh statt. Ich hoffe, dass der Regen und das Wetter mitspielt. Und das sieht dann so aus, dass wir das neue Trikot-Set, also Trikot, Bibshort, die Socken, von Sportformance in einer Art Videodreh vorstellen. Ich werde euch da natürlich auch wieder mitnehmen, wie gewohnt in dieser Reportage, in dieser Doku. Will das ganze Ding jetzt hier auch nicht zu lange führen. Morgen ist die nächste Person dran. Wir haben jetzt gleich 17 Uhr, das heißt, jetzt gleich geht's zurück. Interview mit der Franzi steht an und ich freue mich auf die nächsten Tage. Und morgen, das ist glaube ich die perfekte Überleitung, ist die Königsetappe. Es werden zwei Gruppen starten, aber mein Redner, meine Rednerin, die das morgen übernimmt, werden da detaillierter drauf eingehen. Es wird auf jeden Fall das Motto sein, radeln bis der Arzt kommt, denn morgen stehen extrem viele Höhenmeter im Fokus und ich bin auch mal gespannt, wie ich das mit meinem Cube-Leihrad ohne Powermeter, ohne Herzgurt schaffe, aber das werdet ihr sehen. Von daher, bis später. Sebastian, 42 Jahre alt, Hobbysportler, mehr gibt's nicht zu sagen. Mein Name ist Dirk Baumgarte. Bist du Radsportler? Stimmt, seit 2 Jahren. Werde aus dem anderen Lager trainiert. Was sich heute vielleicht ändert. Bin 59 Jahre alt. Ja, ich bin Alex, bin 46 Jahre alt, fahre seit 2019 Rennrad. Erst unstrukturiert, dann vielleicht ein bisschen mehr strukturiert und jetzt sehr intensiv. Ja, also mein Name ist Marc Fuchs, bin jetzt 36 Jahre alt, komme aus dem Raum Heidelberg-Mannheim. Bin eigentlich durch meine Frau zum Radsport gekommen, kommt aus Schweden und da gibt es so eine Art Jedermann-Rennen. Eigentlich kein Rennen, eher so eine Rundfahrt um den See dort mit über 300 Kilometer. Und das war mal das erklärte Ziel, das einfach machen zu müssen quasi. Und ganz ohne Training klappt sowas nicht. Und ja, so kam dann das eine zum anderen, bis es dann irgendwann zu einer Leidenschaft wurde. Ja, mein Name ist Thomas Schleich, komme aus Tübingen, bin 59 Jahre alt und seit 2 Jahren beim Kenny im Trainingsprogramm. Mein Name ist Franzi, 29 Jahre jung, zum Glück noch. Verrücktes Huhn beschreibt mich am besten. Auf dem Rad als auch im Leben. Durch den Triathlon. Beziehungsweise eigentlich durch den Laufsport, dann zum Triathlon und dann lag das Radfahren eigentlich am nächsten. Fragen. Anspruchsvoll, war trotzdem noch relativ entspannt eigentlich und eine super Truppe. Gute Stimmung, gutes Hotel, gutes Essen. Sehr geil, super. Ja, was soll ich sagen? Mir bringt es sehr viel. In 3 Wörtern schwierig zu fassen. Mir bringt das sehr viel, mir macht es sehr viel Spaß. Kann mich hier gut ausleben, so wie ich das gerne möchte. Lustig, anstrengend, schön. Das Trainingslager in 3 Wörtern. Spaßfaktor. Erstens, unglaublich viele Kilometer. Und die Gruppendynamik. Alle 3 Sachen. Es gibt noch viel mehr Sachen. Spontan, humorvoll, sarkastisch. Die Abfahrt vom Col de Suyer war ganz nett. Am intensivsten ist mir die Orangenstraße in Erinnerung geblieben, weil ich dort keine Orangenbäume gesehen habe. Ja, der gestrige Tag war schon, ich kann jetzt nicht sagen, es war kein harter Tag. Also es war auch für mich ein harter Tag, wobei mir das immer viel Spaß gemacht hat. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, dass ich immer wieder an den Anstiegen die gleiche Leistung abrufen konnte. Das hat mir schon Spaß gemacht. Würde ich sagen, die erste Zieleinfahrt im Ötztaler vor 3 Jahren. Ja. Wenn man diesen Gänsehautmoment bekommt, wenn man rechts über die Brücke einbiegt, ja. War die 2 Teilnahmen danach, obwohl die deutlich besser waren, leider nicht mehr der Fall. Ja. Also das ist tatsächlich ein Moment, den man nur einmal, glaube ich, erlebt. Ja, ja. Wenn man so richtig Gänsehaut am ganzen Körper bekommt, fast nicht mehr auf dem Rad sitzen bleiben kann. Ja, das war eigentlich so der intensivste Moment. Sind die Gespräche mit euch, die sind sehr intensiv. Generell die Gruppendynamik, die unglaublich dazu beiträgt, dass es eine sehr gute Atmosphäre ist. Und das Fahren natürlich, also das Fahren im Team, das macht ist ein Erlebnis, was man eigentlich so zu Hause nicht hat.
kenne ich so nicht. Habe ich noch keinen. Kräuterpass liegt ja erst vor uns. Gut, also das lassen wir offen. Anstieg ist generell nichts für mich. War eigentlich auch wieder Col d'Isère, weil er nicht ganz so steil war. Die Zwischenpassagen, Schlüssel und Kurven waren eigentlich relativ entspannt. Da komme ich auch mit dem höheren Gewicht noch relativ gut hoch. Sacalobra. Sacalobra. Das ist genau deine Länge. Ja. 10 Kilometer, ja, genau. 700 Höhenmeter. Ja, ja, ja. Und dann den Pattaya hoch und dann nochmal eine sehr, sehr geile Abfahrt am Ende, wo ich mich dann nochmal so richtig ausleben konnte. Fällt mir jetzt schwer, das zu beantworten. Also ich mag Anstiege generell. Je länger, desto besser. Deswegen kommen da eigentlich Feminia, Bataya, Sacalobra per se in Frage. Ich finde auch die Ecken ganz im Süden vom Gebirge sehr schön. Das ist natürlich von hier aus relativ schwer zu erreichen. Sind zwar kürzer tendenziell, aber sehr schön abgelegen, verwinkelt, verkehrsarm. Ja, Sacalobra ist mein Lieblingsanstieg. Er ist am längsten und hat eigentlich alles. Er hat vom steilen Passagen bis normale Passagen. Aber er ist eigentlich auch traumhaft schön zu fahren. Landschaftlich traumhaft schön. Und ich glaube, es dürfte auch schon der schönste Anstieg hier sein auf Mallorca. Es gibt zwei. Entweder Mita Bethlehem oder Kräuterpass, einfach wegen der Kürze. Weil in der Kürze liegt die Würze. Faszinierend ist, fand ich, Igor, wie schnell er die Berge halt hochkommt, das ist schon beeindruckend. Wie heißt er? Kai Müller? Nein, Müller, unser Müller. Alex Müller. Alex Müller. Also Alex Müller ist mein Vorbild seit heute. Okay, also seit gestern. Warum? Wieso? Weil der Dampf hat und weil der keine Schmerzen kennt, glaube ich. Aber im Sprint bin ich ihm davon gefahren. Gut. Ne? Also es ist ja doch ausgeglichen. Ja, ist nichts ausgeglichen, aber Glück gehabt, würde ich sagen. Welcher Athlet mir am meisten aufgefallen ist? Franzi, ganz klar. Sehr, sehr starke Frau. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, sie stellt immer so ein bisschen ihr Licht in den Hintergrund oder ich weiß nicht, wie man das genau ausdrückt. Aber ich denke schon, dass sie sehr, sehr stark ist und das zeigt sie auch an jedem Anstieg. Klar, jetzt vielleicht in der Ebene wird es hier schon ein bisschen schwierig fallen, so mitzuhalten, weil das auch immer in so einer Gruppe auch immer Ziehharmonika ist. Das ist vielleicht nicht ganz so. Ja, dynamisch, ne? Also ich würde zwei sagen. Einmal den männlichen Part, das ist der Steffen. Ja. Wenn man sieht, mit seinen 2,7 Meter und entsprechend auch Gewicht, wie er teilweise die Berge hochfährt, ist schon beeindruckend. Da habe ich mehr Hochachtung davor, wie jetzt vor jemand, der 65 Kilo wiegt und 200 Kilometer regelmäßig fährt. Weil das ist schon eine enorme Leistung. Ja. Und das jetzt auch nicht nur in der Tour, die 2 Stunden geht, sondern auch wirklich über... Ja, gestern waren es 6 Stunden fast. Und der weibliche Part davon eigentlich die Franzi. Was die leistet, ist auch extrem. Also ja, Hut ab eigentlich von den beiden. Also Athletin, und klar, Franzi. Also Franzi ist für mich, sag ja, Hut ab, was diese Dame da wegpedaliert. Gestern bei jeder Kuppe, bei jedem Berg davon gesprungen. Kann keiner mithalten. Athlet natürlich der Marc. Also Marc ist natürlich schon so ein richtiger Athlet. Also man könnte jetzt, also wenn man den Marc so fahren sieht und auch am Berg sieht oder generell fahren, also man würde jetzt sagen, ist es ein Profi. Von der Statur und allem. Ja. Alex, also Funky, einfach mit dem Hintergrund, von jetzt auf gleich jeden Tag die 100 Kilometer ohne Powermeter, ohne Herzfrequenzsensor, einfach das machen, was ihm Spaß macht und mit der Freude und dem Humor. Eine Woche hier. Morgen ist der große Tag. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe es mir zumindest vorgenommen. Kräuterpass. Laut Strava für Top 10. 9:15 steht auf der Liste. Der Wind sieht gut aus. Also morgen durchbeißen, dranbleiben, sterben. In der nächsten Kurve bin ich raus, das ist kürzer, flach die Lücke zu. Oh, jetzt geht nochmal alles. Ich hab den Alex. Drei!
Kräuterpass, Platz 3. Am Ende ist es der Platz 3 geworden, also wirklich richtig, richtig stabil. Man muss sich mal überlegen, darunter befinden sich Profi-Triathleten, Profi-Radsportler. Und ja, da einfach dann nochmal Platz 3 und 2 zu fahren, ist schon wirklich aller Ehren wert. Am letzten Tag von dem Bikecamp mit allen Höhenmetern, Belastungen und was es sonst noch so in der Woche gab. Also da kann man wirklich einen Hut ziehen und war für den letzten Tag nochmal ein richtig, richtig gutes Highlight. Ich bin sprachlos und happy. They never believe me, yeah. I would never drop the ball, I know I make it look easy, yeah. Mayweather with the defense, I don't care what a critic gotta say, I got him picking up the pieces. Doubt me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back, you ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up, I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime, you don't need to understand. Ay, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming, what we doing? Keep it moving, what we doing? Cause it can get bigger. Freunde, das letzte Mal die Anmoderation, die Tageszusammenfassung. Wir haben Freitag, der letzte Trainingstag. Morgen ist der Abreisetag von den Athleten und somit auch das Ende von dem Trainingslager. Es ist immer relevant auch noch zu sagen, es passieren so viele kleine Nebengeschichten, die man eigentlich gar nicht so richtig in so eine Abmoderation von einem Tag packen kann. Damit, letzter Tag, wie ich es erwähnt habe, sind wir auch zum Abschluss zu dieser ganzen Dokumentation, zu dem ganzen Film gekommen. Und wenn wir gerade auch hier so sitzen, ja, für mich persönlich, um das auch nochmal zusammenfassen, war das Ziel, das Trainingslager A, die Leute sind glücklich und zufrieden, jeder kommt auf seine Kosten. Der Trainingsreiz wird bei jedem so sein, dass wenn man danach eine gute Regenerationsphase einbaut, man auch so wirklich das erste Kickoff, das erste Plateau der Saison durchbrochen hat. Das Spannende ist ja, der Laurin und ich, wir saßen im letzten Jahr zusammen, haben uns diesen ganzen Spaß hier überlegt und jetzt sind beide Camps durch. Das ist schon ein sehr, sehr emotionaler Moment. Das ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt so ein Camp in Deutschland macht. Von der Planung her und so weiter, alles nochmal deutlich einfacher. Hier auf Mallorca ist das natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Vielen Dank an der Stelle für das Vertrauen, was die Athleten in uns gesteckt haben, dass wir hier gemeinsam diese Touren abspulen konnten.
alle super happy gewesen, super zufrieden. Jeden Tag nochmal ein Lob zur Strecke, nochmal ein Lob zu den einzelnen Spots, die wir angefahren haben. Also das war rundum wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und auch wenn die schnelle Gruppe, die ich hatte, nicht ganz so schnell war wie Laurins Gruppe, sind auch da alle auf ihre Kosten gekommen. Und für mich persönlich das große Highlight, wenn die Köpfe bei hoher Geschwindigkeit anfangen zu wackeln, man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man so richtig tut und trotzdem am Ende durchzieht, im Hotel wieder ankommt, glücklich und zufrieden am Abendbrotstisch sitzt, das ist einfach das schönste Gefühl und auch für uns als Coaches ein richtig, richtig toller Moment, wenn man dann sieht, wie happy dann auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr hier auch mal einen Like gibt. Das war ein riesengroßes Investment. Auch mal auch an der Stelle Dankeschön an den Alex, der gesagt hat, ja, ich gehe mit, ich filme das Ganze, ich unterstütze das Ganze und transportiere die Emotionen eben auch nach Deutschland. Muss man auch dazu sagen, der Alex, Rucksack dabei, Drohne dabei, immer am Filmen gewesen. Der hat auch einen richtig, richtig guten Job gemacht. Sich selber auch von 800 Kilometer, glaube ich, reingefahren, 10.000 Höhenmeter. Also das... Da gehört auch eine ganze Menge dazu und wie gesagt, ja, dem Alex verdanken wir auch dieses tolle Bildmaterial, was ihr hier in der Doku sehen konntet. Genau. Gerne mal auch auf seinen Kanal gehen, da sind auch richtig, richtig gute Videos schon und da kann ich auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, wird noch das ein oder andere gute Video kommen. Dementsprechend, das lohnt sich definitiv, wenn man so einen Content, wie wir ihn jetzt produziert haben, auch feiert und gerne ja, mehr davon sehen möchte. In dem Sinne, wir sagen Danke. Ich war, ja, okay. Und? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Reingehauen. Ciao. I would make it this far, they hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say, I got him picking up the pieces. That don't mean you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back, you ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need.